sind. Manchmal kann man sich den Taxifahrer nicht aussuchen, ne, wie der fährt. So, das ist unser Hotel. Da gehen wir jetzt rein. Und ich bin gespannt auf die Zimmer. Ich mache dir dann eine Roomtour. Wir haben nämlich zwei Zimmer. Cool, oder? Ja. Oh, das ist aber langsam. 5 Stunden Speed. Ein Gästebuch. Ich muss auch gleich mal eins fahren. Oh, wir müssen ja nicht mehr lang. Angekommen? Wir sind doch sehr weit entfernt. Hier, hier unten. Ach so, um die Ecke. Ja. Ist das euer? Wir müssen erst mal gucken. So, machen wir erstmal den hier auf. 600. 5. Ach, ja, nimm mal schnell. Ja? Nimm das da, da, da. Danke. Okay. Oh, die Aussicht ist schön. Ja. Mal gucken. So viele Autos. Sind hier wirklich sehr zentral, ne? So fast mitten in der Stadt. Es geht rein. Oh, heilig. Jetzt. Da sind wir. Badezimmer. Oh, oh Gott. Komm rein. Die Tür ist, was denn? Geht gut zu. Wir müssen erst mal gucken, wer in welches Zimmer kommt. Wir gucken uns das erst mal kurz an. Ich suche mir das beste Zimmer aus. Huch, das wird schon wieder aus hier gemacht. Wie geht das denn an? Ah, so viele Betten brauchen wir gar nicht. Ja, aber die Hälfte fehlt. Die Hälfte unserer Familie fehlt, genau. Das scheint ja Kinder zu sein. Nö, drüben könnte auch Kinder sein. Okay, das ist doch schon mal ganz gut. Dann gehen wir einmal rüber gucken. Johann hat die Schlüssel für drüben. Ja, die Karten, die ich dir gerade gegeben habe, sind auch die Schlüssel. Hä, die habe ich dir noch gegeben. Wo hast du mir hingetan? Johann, lass das! Johann! Johann geht vor. Das ist bestimmt dasselbe Zimmer, nur gespiegelt. Muss erst die Karte da rein tun, damit das Licht angeht. Ja. Komm. Und herein. Ja, gespiegelt. Ist gespiegelt? Es sind auch 3 Betten. Ja, Badezimmer wieder. Auch wieder mit Badewanne. Können wir heute alle in die Badewanne rein? Mhm. Ist doch toll. Ja. Ja. Gehen wir das andere? Ach, hier ist das jetzt so andersrum. Na gut, das eine Bett steht jetzt ein bisschen anders. Und das Fenster ist auf. Ja, also, in welches Zimmer wollt ihr? Ins erste. Ja? Ja. Mir ist das egal. Das ist auch voll. Ist ja beides gleich. Okay, komm, Johann. Aber das kann ich mal besser merken. Das ist einfach nur links ab und dann kommt sie hier da und dann holt sie sich hier so um. Und dann. Ich kann auch hier bleiben. Ja, okay. Gut, das sind dann deine Karten. Dann sind das eure Karten. Da ich sehe eine. Und ihr kriegt eine, ja? Deine andere ist gerade am Licht dran. Ja. Achso, was wollen wir jetzt gleich essen? Entweder essen wir ja da unten. Ja. Oder wir essen. Ich lasse uns dann heute einfach unten essen. Hier unten? Ich habe auch keine Lust mehr, irgendwo hinzugehen. Pasta, Burger, alles. Dann gehen wir morgen dann raus essen. Okay. Und ja. Gut. Dann viel Spaß. Sehen wir uns in 5 Minuten? 5 Minuten? Du kommst dann in unsere. Oh, ich komme jetzt auch. What? Okay, bis gleich. Bis gleich. Ist das Bett. Also, wenn das gemütlich ist, dann ist das die halbe Miete. Okay, 1, 2, 3.
bisschen hart. Oh, mein Handy klingelt. Ich liege ja am liebsten weich. Oh Gott. Ganz alleine. Oh Mann. Das ist auch ungewohnt für mich, ne? Dass ich nicht nur... Wann habe ich das letzte Mal alleine in einem Hotelzimmer geschlafen? Noch nie? Das letzte Mal, als ich alleine oder ohne Justus in einem Hotelzimmer war, war, glaube ich, London gewesen mit Justus, nee, mit Clara zusammen. Und jetzt bin ich einfach ganz alleine in diesem riesigen Hotelzimmer. Ohne Anastasia, die erste Nacht ohne Anastasia in meinem ganzen Leben. Und ohne Justus einfach durchschlafen. Einfach nur durchschlafen. Verstehst du? Die großen Kinder, die stehen ja nicht mehr nachts auf. Oder wachen früh auf, sondern... Ja, das ist jetzt... Boah, Luxus für mich. Morgen müssen wir allerdings früh aufstehen. Morgen haben wir keinen Sightseeing-Tag hier in Berlin, sondern wir haben da diesen Special-Tag, auf den wir uns alle freuen. Ich bin so aufgeregt schon. Ich werde dir noch nichts erzählen. Das siehst du dann erst im nächsten Vlog. Aber jetzt gehen wir ja erstmal gleich essen. Du hast gehört, Johanna hat keine Lust mehr, jetzt nochmal irgendwo groß hinzufahren. Ich wollte eigentlich in die Kantstraße, da soll es ja ganz viele tolle Asiaten geben von Japanern, Chinesen, Koreanern, glaube ich. Gibt es da alles. Aber so eine Reise ist halt immer so ein bisschen kräftezehrend. Deswegen gehen wir einfach jetzt hier gleich unten im Hotel essen. Ich hoffe, da gibt es was Leckeres. Wir finden bestimmt was. Dann nehme ich dich auch mit und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Anreise hat jetzt insgesamt ungefähr 3 Stunden gedauert. Mit Fahrt bis zum Bahnhof und vom Bahnhof zum Hotel und so. Ja, sieht jetzt mal zu, ne? Ich hoffe, wir sind richtig dunkel hier. Ich mag es ja am liebsten, wenn es richtig dunkel ist. Aber ich habe auch meine Schlafmaske mit dabei, meine super Schlafmaske. Wir gehen jetzt nach unten und dann gibt es was zu essen. FaceTime. Wie macht man das überhaupt? Man geht eigentlich darauf und dann da. Ach so, machst du das? Immer. Ach so, okay. FaceTime. Aber das ist ja nicht richtig FaceTime, ne? Hallo. Hallo, Mami. Mami. Das war sehr schön. Guck mal, wie süß meine Familie ist. Guck mal, wir sind jetzt gerade im Hotel und kriegen gleich unser Essen. Und ist das Hotel gut? Ja, es ist mitten in der Stadt. Aber die Matratze ist ein bisschen hart und du weißt ja, wie ich da so bin. Oh nein, dann ist alles vorbei. Also, habt ihr 2 Zimmer oder ist es ein? Wir haben 2 Zimmer. Beide haben 3 Betten. Also nur für Mami alleine, ja? Nur für Mami alleine. Mami, Papi war nicht da? Um euch zu hetzen. Und ihr habt es fast verpasst, ja? Ich hab gesagt, Papi hat uns nicht gehetzt, deswegen haben wir fast den Zug verpasst. Oh, ja, ja, stimmt. Das ich gefällt. Ich vermisse dich auch, Elisa. Ganz doll sogar. Hallo, Anastasia. Hallo, Anastasia. Anastasia versteht das nicht, ja? Anastasia, hallo. Hier ist die Mami. Guck mal, hallo, Anastasia. Hallo, Anastasia. Johann. Ja, ich bin Johann. Hallo. 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 Hallo, mein Schatz. Habt ihr schon gegessen? Ja. Was hast du denn gegessen, Anastasia? Banane gegessen. Und noch wieder das hier. Oh, lecker. Und der Name mit Ketchup. Wir essen jetzt im Hotel. Johann? Ja, hallo. Hallo, Anastasia. Ketchup. Ketchup. Kein Chef auf, sondern Ketchup. Gott, wie süß. Süßes Oh Gott. Hallo, Anastasia. Oh, hallo. Hallo, Clara. Ketchup. Ja. Hallo, Clara. Hallo, hallo, Elisa. Hallo, Elisa. Anastasia wird jetzt dran. Ketchup. Ketchup. Richtig lecker. So sehen die Sandwiches aus. Mit Ei, Spiegelei, ne? Und allem Möglichen noch. Sieht gut aus. Ja. Ich glaube nicht, dass du es schaffst, Clara. Doch. Okay, dann haut rein. Mein Essen ist noch nicht da. Trauriger Smiley. Können wir alle kommen. Nein, ihr könnt ruhig essen. Es wird kalt.
sind eh noch zu heiß, die Pommes. Ja? Na, kommt oh, ich glaube, da kommt mein Essen. Oh mein Gott. Ja. So, meine Tapas. Ja. Oh, meine Suppe. Und Brot. Super. Und anderes so machen wir. So. Dankeschön. Boah, das sind ja Datteln. Das sind ja Datteln. Tapas. Das sind ja Datteln. Alle nur für mich, Johann? Nein, eine ist für mich. So, das lassen wir uns leider. Das sieht gut aus, ne? Mhm. Ja. Muss jetzt noch gut schmecken und dann sind wir glücklich. Okay, die Kinder haben sich offensichtlich geeinigt, wer wo schläft. Klar, da. Und Johann hat das riesige Bett. Okay. Johann. So, Johann macht sich lustig über meinen Inhalator. Ja, den habe ich mitgenommen. Vielleicht hört man, dass ich so ein bisschen erkältet bin. Ja, ist gut, Johann. Komm, nicht, dass du dir wieder besser? Nicht, dass du den Akku verschwendest jetzt. Ich habe da unendlich viel Akku. Komm, geh mal weg jetzt. Was soll denn das? So, ich hänge jetzt, wie du siehst, ich hänge bei den Kindern rum, ne? Findest du mich nervig? Soll ich gehen, Johann? Total. Johann, bitte sag. Nein, alles gut. Nur ein bisschen. Johann! Guck mal, Clara ist da hinten. Sie ist schon gemütlich gemacht. Und spielt da irgendwas? Roblox. Nein, das geht nicht. Adopt Me. Ja. Ist aktuell offensichtlich sehr beliebt bei dieser Jugend. Ja, Jugend. Es ist aus. Ist aus, siehst du? Aber ich habe es sowieso zu Ende gemacht. Habe ich auch jetzt schon ein paar Mal auf Instagram verlinkt, weil... Ja, hallo. Businessman? Ja, weil das ganz viele interessiert. Also, hast ja eben gehört, ne? Der ist super leise, super leicht und ganz anders als dieser Partyball. Harry Boy heißt das, ne? Den wir vorher hatten. Minuten. Was willst du in 15 Minuten, Johann? Wenn wir jetzt noch fertig machen möchten. Ach, erst fertig machen? Ja, ich will ja keinen. Was wollt ihr spielen? Was man mit Internet nicht alles machen kann, ne? Gut. Ja, ich ziehe mich dann gleich auch in mein Zimmer zurück, glaube ich. Johann! Das ist eine Kau. Eine andere Kau. Eine andere Kau. Oh mein Gott, eine Kau. Ich will auch eine Kau haben. Ich bin so aufgeregt. Ich werde heute richtig früh ins Bett gehen. Normalerweise bin ich ja so eine, die super lange wach bleibt. Es ist jetzt ja, aber schon 20:16 Uhr und ich bin schon müde. Was machst du da, Johann? Lass das. Wir müssen morgen super früh aufstehen. Ich habe mir den Wecker jetzt gestellt auf 7.30 Uhr, damit wir auch noch genug Zeit... Johann, komm, geh dich fertig. Haha, ha, nicht getroffen. Geh dich fertig machen. Das ist diese meine, Seife? Zeig. Zeig. Ja, die aber, ist aber auch im Badezimmer. Du hast aber auch bestimmt Duschgel. Mal gucken. Ist das Duschgel? Ist deine Stimme so komisch? Also du merkst, wir haben Spaß. Ist echt schön mit den großen Kindern. Also ja, das ist ganz anders. Aber den kann man auch schon... Mit denen kann man auch schon ganz anders reden, weißt du? Sie, gerade Johann ist so witzig. Oh mein Gott, er bringt mich immer zum Lachen. Das ist so schlimm. Badegel. Aber es sieht so aus, als wurde es aus Maden gemacht. Das ist so ein Bild von Maden oder so. Ein Bild von Maden. Ja. Willst du dich jetzt fertig machen? Ich habe auf TikTok gehört, dass es ab jetzt möglich ist, dass in einem Restaurant dir jemand halt ins Gericht Heuschrecken und sowas reinmacht. Warum? Warum sollte er das machen? Weil es jetzt irgendwie erlaubt ist. Wie erlaubt? Halt, es ist erlaubt, jetzt beim Kochen auch offiziell ganz viele Insekten zu verwenden. Also es kann sein, dass irgendwann mal Maden ist, ohne dass du es weißt. Hä? Sag, das ist doch Unsinn. Nee, das stimmt wirklich. Ja, aber die müssen das doch reinschreiben, was da drin ist. Muss man nicht. Und wenn ich sage, ich möchte das nicht essen? Man sagt ja nicht zu einem Steak, was man da alles reingemacht hat. Also ich habe es mit Butter gekocht, dann noch mit Basilikum. Geh dich fertig, Mami, was soll denn das? Ich bin Itachi Uchiha. So, auf jeden Fall morgen früh 7.15 Uhr aufstehen. Wir müssen um spätestens 8.20 Uhr hier los, weil wir um 8.30 Uhr da sein müssen. Ich muss die Kinder schon direkt mit... Lass das jetzt! Mami, ich hab doch ausgesehen. Jetzt ist sie doch mal hör auf jetzt! Geh, geh! Wo ist unser Koffer? Da. So. Ja, morgen wird's spannend. Da nehme ich dich auch mit.
Und dann zeige ich dir, was wir tun. Da wird auch gefilmt. Und wie kommt das da raus? Ich werde nicht filmen. Hä? Johann, ich würde sagen, bis morgen. Ich muss jetzt in mein Zimmer. Hier ist einfach nur Chaos. Tschüss.